Erstens mal natürlich, wenn du gar nicht genau weißt, was du tun musst, wie du es tun musst, wer es tun soll und wann es getan werden soll. Also musst du dafür sorgen, dass deine Mitarbeiter den Fokus behalten und du immer weiter in die Expansion reingehst, dein Unternehmen nach vorne treibst. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Immolution Podcast-Folge. Mein Name ist Heinz Busbach und ich freue mich ganz besonders auf dich, dass du heute zuschaust. Und wir haben wieder ein sehr cooles, spannendes Thema, nämlich die 1000 Ablenkungen für Immobilienmakler, ganz allgemein natürlich auch für Selbstständige und Unternehmer, die uns so jeden Tag, einen Tag aus, von Woche zu Woche begleiten und uns im wahrsten Sinne des Wortes ja die PS oder das Benzin aus dem Tank saugen im wahrsten Sinne des Wortes. Also was ist der Treibstoff für deinen Tank? Treibstoff für deinen Tank ist zuallererst einmal, wenn du erfolgreich bist. Also das heißt, Ergebnisse produzierst. Ergebnisse zu produzieren als Immobilienmakler bedeutet, Objekte zu akquirieren, also erfolgreiches Marketing, Werbung zu betreiben, dadurch Objekte zu akquirieren, erfolgreiche Einkaufsgespräche, Alleinaufträge zu machen und natürlich Immobilien zu verkaufen und damit Geld zu verdienen. Und deinen Kreislauf, sozusagen deine Outflow-Maschine, wirklich am Laufen zu halten. Das ist das, was dich erfolgreich macht. Und das ist das, was als Solopreneur deinen Erfolg ausmacht. Bist du Unternehmer, heißt es, dass deine Mitarbeiter natürlich dein System bedienen. Also musst du dafür sorgen, dass deine Mitarbeiter den Fokus behalten und du immer weiter in die Expansion reingehst, dein Unternehmen nach vorne treibst. So, und jetzt kommen wir zu den 1000 Ablenkungen. Erstens mal natürlich, wenn du gar nicht genau weißt, was du tun musst, wie du es tun musst, wer es tun soll und wann es getan werden soll, dann kommt diese Nummer 1, die nächste WhatsApp-Nachricht kommt bestimmt. Ja, also schalte schon mal als allererstes deine ganzen Mitteilungen auf deinem Smartphone aus, dass du die schon mal gar nicht hast. Ablenkung Nummer 1, Mitteilungen. Ablenkung Nummer 2, E-Mails. Ganz, ganz wichtiger Tipp, schau dir 2, maximal 3-mal am Tag E-Mail-Checks, also E-Mail-Inbox an. Morgens, mittags, abends. Und dann bearbeite sie und zwar sofort und direkt. Erledige das Zeug und verschieb es nicht einen Tag weiter. Also ganz große Ablenkung. Nächste Ablenkung ist, die ganzen Leute, die letztendlich am Ende des Tages dir irgendein cooles Tool wieder darstellen wollen. Ja, du hast vielleicht schon eine Matterport oder du hast eine, keine Ahnung was, zum Beispiel Ogulo oder Immoviewer, wie die alle heißen. Und da kommt einer von deinen Kollegen und droppt dir, die Matterport ist das Allergeilste. Meine Frage an dich ist, funktioniert dein System? Wenn dein System funktioniert, brauchst du nicht permanent etwas Neues, also never change a running system. Du musst nicht auf jede Idee sofort draufspringen. Du musst nicht jede Idee direkt umsetzen. Wichtig ist, erfolgreiche Aktionen behältst du bei. Und mal abgesehen davon, wenn dir die Kollegin oder der Kollege Y etwas erzählt, dann solltest du auch immer erstmal genau schauen, ist die Person erfolgreicher als du? Oder ist sie vielleicht genauso erfolgreich als du oder ist sie weniger erfolgreich als du? Ist sie erfolgreicher als du, kannst du gerne zuhören. Ist sie genauso erfolgreich, ist es uninteressant für dich. Ist sie weniger erfolgreich, dann ist es uninteressant, was die Person dir erzählt, weil die hat keine Ahnung. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Manuel Neuer sich von irgendeinem Kreisklasse-Torwart erklären lässt, wie er trainieren soll. Das ist doch kompletter Bullshit. Also hör damit auf. Ja, also schau immer genau hin, wer jetzt dir irgendwas also reindroppt. Wer dir ein Ticket aufmacht. Ja, ganz wichtig. Zum Beispiel auch, hast du Mitarbeiter? Gibt es ein Grundgesetz? Erledige keine Arbeit für deine Mitarbeiter.
Ja, wenn dein Mitarbeiter ein Produkt nicht erledigt, also ein Thema, was du ihm aufgetragen hast, nicht zu Ende bringt, dann mach du es nicht zu Ende. Ja, so, das ist zum Beispiel auch eine Spezialität von mir, ja, weil mir dann Dinge auch Spaß machen, aber das ist tödlich. Lass die Finger davon. Mach keinen Job für einen Mitarbeiter. Das muss der Mitarbeiter zu Ende bringen. Das ist sein Job. So, jetzt gehen wir mal in den weiteren Alltag rein. Ja? Ein Kunde, alles ganz schnell und ganz kurz. Alles ganz schnell und ganz kurz und ganz dringend. Ja, also sortiere dir vor allen Dingen die Dinge, die wirklich ein Engpass sind. Also fokussiere dich viel mehr auf Engpässe, die jetzt wirklich wichtig sind. Und andere Dinge, die kannst du dir zum Beispiel nach deiner Production-Zeit, also deiner Hauptproduktionszeit, sagen wir zum Beispiel von 10 bis 18 Uhr oder von 10 bis 16 Uhr oder von 12 bis 18 Uhr. Schau, du musst Hauptproduktionszeiten haben. Oder zum Beispiel einen sogenannten Beast Mode. In diesem Modus, ja, wo du Dinge abarbeiten kannst, zum Beispiel 10 bis 14 Uhr, da stört keiner keinen und da bist du absolut fokussiert. Wichtige Grundvoraussetzung dafür ist, dass du gut vorbereitet bist. Also planst du deine Woche auch nicht erst montags, sondern schon freitags. Das heißt, mach einen sauberen Wochenabschluss am Freitag oder am Samstag und dann planst du gleichzeitig deine kommende Woche, sodass du am Samstag oder Freitag, wenn du aus dem Büro rausgehst, die Woche wirklich closen kannst. Und dann für die kommende Woche dein Grundgerüst planst und eine klare Entscheidung triffst, keine Shiny Objects. Shiny Objects sind das Hauptproblem oder einer der Hauptfehler, die du als Unternehmerin, als Selbstständige überhaupt machen kannst. Shiny Objects hauen dir dein komplettes Tagesgeschäft kaputt. Und jetzt überleg mal selber, wie viele zusätzliche Ablenkungen es noch gibt. Ist es die CRM? Ist es da wieder ein neues Tool? Ist es da eine neue Software? Ist es da, keine Ahnung was, irgendein neues Gadget für Besichtigung oder für den Einkauf oder für die Akquise? Und immer wieder kommen neue Gadgets. Entspann dich. Und wenn einer kommt, dann soll er dir eine E-Mail schicken. Er soll dir genau erklären, um was es geht, damit du dich dann zu der Zeit, die du dir dafür einräumst, genau anschauen kannst, was ist damit. Und dann entscheide weise. Also schau wirklich hin, was bringt dich weiter? Was bringt dich aufs nächste Level? Ist das eine Tätigkeit, die dir Umsatz bringt, die dir Gewinn bringt? Und so weiter und so fort. Ja. Also das heißt, das sind wirklich die Sachen, die alles kriegsentscheidend sind. Also die 1000 Ablenkungen, die sorgen dafür, dass du am Ende des Tages deinen Fokus verlierst. Und das ist super wichtig, weil das kostet dich PS, das kostet dich Kraft, das kostet dich Energie. Lass einfach davon die Finger von und du wirst deine Produktivität um ein Vielfaches steigern. Du wirst deine Produktivität um ein Vielfaches steigern. Und wichtigstes Learning ist, ändere keine erfolgreichen Aktionen und lass dich einfach nicht ablenken. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du noch mehr coole Tipps haben willst und vor allen Dingen mit einem System arbeiten willst, was dich als Immobilienmakler auf das nächste Level bringt, dann hier in der Infobox Link kopieren oder beziehungsweise anklicken, kostenfreies Beratungsgespräch vereinbaren. Wir sprechen miteinander, gucken, wie wir dich aufs nächste Level bringen können. 91% der Leute, die unseren Podcast hier, unseren YouTube-Kanal anschauen, haben den nicht abonniert. Es wird also Zeit. Hey, abonnier endlich den Kanal. Das macht wirklich super viel Sinn. Und vor allen Dingen einen Daumen hoch für dieses Video und schreib gerne deine Fragen in die Kommentare. Dann können wir das beim nächsten Video aufgreifen, können dir deine Frage beantworten. Überhaupt kein Problem, mache ich sehr, sehr gerne. Und folge mir natürlich auf den sozialen Medien wie Facebook, Instagram, TikTok und wo du uns sonst so findest, LinkedIn, Xing, whatever. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich. Mach's gut.